Hallo und herzlich willkommen im Jahre 2023. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr hier seid. Endlich ist das Jahr gestartet und ich hoffe, auch ihr hattet einen geschmeidigen Rutsch in dieses neue Jahr. In ein Jahr, das mit ganz vielen Überraschungen aufwarten wird, aber nicht gleich in der ersten Woche. Genau, wir wollen uns jetzt einfach mal die erste Woche dieses Jahres anschauen. Und ich habe wieder die Planetenbotschaften der Woche mitgebracht für euch und werde für euch übersetzen, was die Planeten euch zu erzählen haben. Die Woche oder dieses Jahr beginnt in einem ganz langen und gemächlichen Modus, und zwar ganz besonders der Montag. Denn der Montag, 2. Januar, an diesem Montag stehen ganz viele Zeichen oder ganz viele Planeten in Erdzeichen. Das sind tatsächlich 6 Planeten und der aufsteigende Mondknoten, die in Erdzeichen stehen. Und zwar 3 davon in Stier und 4 davon in Steinbock. Es ist daher ratsam für jeden, egal ob du Steinbock bist oder nicht, egal ob du morgen früh schon mal gleich arbeiten gehen musst und erst Nachmittagszeit für dich findest. Aber es ist auf jeden Fall ratsam für uns alle, uns an diesem Montag den Dingen zu widmen, die uns erden können und auch den Dingen zu widmen, die mit der jetzt direkt nächsten Zukunft zu tun haben. Denn Steinbock-Qualität ist eine kardinale, eine impulsgebende Qualität. Und daher ist es auch wichtig für die Steinbock-Qualität, dass Dinge nicht nur angefangen, sondern auch beendet werden. Und das erfordert Disziplin, Durchhaltevermögen und Strukturen und Planungen. Und zwar Planung so, dass man es halt eben dann auch realisieren kann. Das heißt, dieses Temperament überwiegt ganz besonders am Montag und deswegen ist das ein guter Tag, dich intensiv mit deinen Vorhaben für 2023 zu befassen und zum Beispiel, egal auf welchem Level du jetzt gerade schon was entwickelt hast oder ob jetzt gerade eine neue Idee impliziert werden soll oder ob irgendetwas zum Abschluss gebracht werden soll, trotzdem lohnt es sich halt einen Monatsplan zu machen, jetzt mit dem Januar einfach mal zu starten, vielleicht mit einer eigenen Zeitstruktur, einer Timeline, um zu terminieren, was, wann, wie, wo am besten angezettelt oder vorbereitet oder fertiggestellt sein soll, damit du gut ins Jahr 2023 startest und nicht schon am Anfang von der Größe oder vom Umfang deiner Vorhaben erschlagen wirst. Genau, und da Merkur seit dem 30. Dezember bis zum 18. Januar eben in diesem Steinbockzeichen ja auch rückläufig wird, ich sprach davon letzte Woche, also letztes Jahr, bietet sich der Januar generell dazu, also bis zum 18., aber ihr könnt auch die Zeit danach noch nutzen, also das ist, die Rückläufigkeit geht ja eigentlich nicht zu Ende, wenn der wieder direktläufig wird, sondern die hat ja noch so ein bisschen so einen Nachgang, bis der Merkur wieder da hingelaufen ist, wo seine Rückläufigkeit begonnen hat. Das geht also in den Februar hinein. Aber mit dem Fokus auf den Januar bietet sich der Januar eben genau dafür an, zur Strukturierung deiner Pläne. Den hinteren Sinn erklärt Merkur da auch gerne, und zwar an der Stelle, wo er wieder direktionär wird. Also wo er dann wieder am 18. Januar umkehrt und wieder geradeaus läuft. Das ist dann der 9. Grad im Steinbock. Und es geht darum, dass sich jetzt jeder einstimme auf seine innere Note, auf seine innere Haltung oder auf seine innere Melodie. Melodie finde ich ein sehr schönes Wort. Also, wie klingt deine Melodie? Wer von euch Kinder hat oder vielleicht Töchter hat auch, der kennt vielleicht die Serie Ladybug Miraculous. Und da gibt es einen jungen Mann, der sucht für die Hauptprotagonistin immer ihre Melodie. Also er ist Musiker und er findet sie ganz toll und er spielt halt immer Gitarre und ist immer auf der Suche nach ihrer Melodie. Und irgendwann findet er die auch. Die Melodie, die zu diesem Mädchen passt. Und genau darum geht es auch. Welche Melodie ist deine Melodie? Ja, Melodie ist ein schönes Wort, weil es einfach die Schwingung darstellt, in der du schwingst. Und wir sind alle Schwingung. Und es ist ganz wichtig, damit es uns gut geht und damit wir auch fröhlich und erfolgreich durch dieses Jahr laufen, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns wirklich mal mit unserer inneren und äußeren Schwingung befassen.
Ja, das ist natürlich ein Fische-Thema eigentlich. Ja, aber der Merkur auf dem 9. Grad Steinbock, wo er am 18. umkehrt, erzählt trotzdem genau das Gleiche. Das heißt, es ist ein Thema. Finde deinen eigenen natürlichen Rhythmus, deine eigene Haltung, deine eigene Zeitstruktur, deinen eigenen Zeitplan, wenn es irgend möglich ist. Es geht nämlich darum, dass wir halt in Einklang mit uns kommen. Und zwar in der Form, dass uns die Erschütterungen dieses Jahres 2023 nicht völlig durcheinander bringen. Und die werden kommen. Also ab März, Anfang Mitte März, geht es dann nämlich schon los. Aber darüber verliere ich jetzt keine Worte. Ich habe es ja schon mal angedeutet. Und wenn ihr ein bisschen sehen wollt oder hören wollt, wie das Gesamtjahr, so sage ich mal, von den Planetenzyklen und Läufen ist, dann könnt ihr mich gern besuchen am 9. Januar bei Magic Monday. Da findet ihr auch hier die Daten zu. Den mache ich bei Twitch TV. Genau, da könnt ihr dann live auch euch mit reinbegeben und auch eure eigenen Fragen stellen und so. Dazu muss man zwar Mitglied bei Twitch sein, aber kostet ja nichts und bringt auch Spaß. Also, egal. Magic Monday, 9. Oh lala, was kommt denn hier? Ja, Kater denkt jedes Mal, wenn ich sitze, dann muss ich mich da doch dazu kuscheln. Guck mal, Kater. Hallo, sag mal. Hallo, Kater. Das ist mein Kater Amadou. Und der wird dieses Jahr im 2023 11 Jahre alt. Genau. Und jetzt gehst du wieder auf meinen Schoß und Mama quatscht weiter. Genau. Also, wie gesagt, es geht um diese, um den eigenen Rhythmus, um die eigene innere Stimme, um das eigene innere Bauchgefühl, dem halt es nicht nur zu hören, sondern auch zuzuhören und dem auch zu folgen. Denn es ist wichtig, dass ihr euch stärkt und das könnt ihr am besten, wenn ihr halt eben genau wisst, wo ihr steht und was ihr fühlt. Wenn ihr genau unterscheiden könnt zwischen Dingen, die euch triggern und euch nervös machen oder Dingen, wo ihr vielleicht auch mit Atemtechniken oder anderen Übungstechniken vielleicht auch schon wisst, da weiß ich schon, wie ich in meine Kraft komme und wer weiß, kann ich das vielleicht auch auf das Feld übertragen, wo das noch nicht so gut klappt. Denn bestenfalls werdet ihr nicht umgehauen in diesem Jahr 2023, sondern bestenfalls bekommen die, die schon wissen, wo es lang geht und die sich gut strukturieren, als eine Art Rückenwindböen, und zwar mehrere in diesem Jahr, die euch in großen Schritten voranbringen werden. Daher nutzt diesen Montag und nutzt auch diesen Januar, solange halt im Steinbock noch so viel los ist und der Merkur noch rückläufig ist. So, genau. Aber was sagt der Mond in dieser ersten Woche? Also, Montag, den 2. Januar, ist der Mond noch im Stier. Auch schon am Sonntag. Bei Stiermond geht es um die Haptik, um die Fühlbarkeit und um die Sicherheit, die man braucht. Auch die materielle Sicherheit, nicht die emotionale tatsächlich. Ne, sondern was brauche ich auch, um in diesem Jahr nicht zu verhungern oder um meine Erfolgsleiter noch ein kleines Stüfchen weiter rauf zu klettern. Was brauche ich? Nehmt euch also den Montag noch Zeit. Bis Dienstag 3 Uhr morgens ist der Mond noch im Stier. Nehmt euch Zeit, um zu spüren, was euch in 2023 wichtig ist. Zu erhalten oder auch beizubehalten. Wie groß soll in 2023 euer innerer und auch äußerer Raum werden? Welchen Wert gebt ihr eurem Tun? Habt ihr genug Raum dafür? Wie viel Territorium habt ihr eigentlich in eurem Besitz oder in eurer Verantwortung? Ja? Könnt ihr darin wandeln sozusagen? Könnt ihr da eure eigenen Fantasie auf freien Lauf lassen? Und welchen Wert gebt ihr eurem Tun und welchen Wert gebt ihr auch eurem Besitz? Ich habe gerade jetzt im letzten Jahr festgestellt, dass manchmal Leute, die ganz, ganz viel haben, das so wenig wertschätzen, dass sie gar nicht in der Lage sind, es zu genießen. Und dass Menschen, die ganz wenig haben, manchmal sich an einem kleinen Gänseblümchen erfreuen, dass ihnen das geschenkt wurde und das wirklich als seelischen oder als Herzen wahrnehmen in dem Moment. Und deswegen schaut auch auf euch selbst. Bei Mond im Stier geht es halt auch um den Selbstwert. Was bist du dir wert?
wenn du ganz in Liebe mit dir gehst, wenn du einfach alle die mal aussperrst aus deinem Kopf, die irgendwie an dir rumzippeln oder rumnörgeln oder dich kritisieren, was sie am Ende auch eigentlich aus Liebe tun, aber man mag das ja nicht immer. Ne? Daher, beschäftigt euch mit euch beim Mond im Stier, mit dem, was ihr euch wert seid. Wenn der Mond dann Dienstag früh bis Donnerstagnachmittag 15 Uhr, circa 15 Uhr, hier Ortszeit natürlich, in den Zwillingen ist, dann ist eine gute Zeit zum Beginn des Jahres, um euch für euch zu spüren, wofür ihr vielleicht in 22 Energie vergeudet habt oder wo ihr euch verzettelt habt, wo die Konzentration nicht so richtig mit euch gehen wollte und vielleicht dadurch auch ein bisschen durcheinander gekommen ist. Wo habt ihr vielleicht auch mit anderen zusammengearbeitet und müsst das halt eben nochmal, ne, irgendwie zusammenkriegen oder vielleicht auch trennen, wer weiß. Also, was war 22 und jetzt rein kognitiv, rein über den Verstand, was könnte ich verbessern? Ja, was könnt ihr in der Kommunikation mit anderen Menschen und auch mit Wissensaustausch lernen und verbessern? Und eine kleine schöne Übung kann man dazu machen und die könnt ihr immer machen, wenn der Mond in Zwillinge ist, gerade dann, wenn Unklarheit besteht oder wenn ihr irgendwie gerade so ein Loch oder eine Wand vorm Kopf habt oder so, schreibt euch selbst einen Brief. Schreibt euch einen Brief und erzählt euch, was ihr bisher schon alles geleistet habt und was ihr als nächstes vorhabt und mit wem oder ohne wen ihr das machen wollt und was die Idee dahinter ist. Und also schreibt euch selbst einen Brief, wo ihr einfach mal über eure ganzen kognitiven, kommunikativen, denkerischen Fähigkeiten euch einfach mal auslasst über euch selbst. Das tut gut und das kann einen auch sehr inspirieren. Dann am Donnerstagnachmittag geht der Mond in den Krebs und zwar bis Sonntag 4 Uhr. Eine schöne Zeit, um zu spüren, was ihr in eurem tiefsten Inneren braucht. Welchen Traum, vielleicht sogar welchen Kindheitstraum nehmt ihr wahr, wenn ihr in euch hineinspürt und nach der Geborgenheit, nach dem Heimatgefühl in euch selber sucht? Habt ihr überhaupt einen Zugang dazu? Wie sieht es aus mit eurem Zugang zu Nähe und Distanz? Wie viele Menschen dürfen euch nahe kommen und wie viele vielleicht auch nicht? Findet ihr das gut oder würdet ihr das gerne anders haben? Ja, da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sowas auch coachen zu lassen. In welche Richtung auch immer, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich bin als Astro-Coach auch für eure Emotionen zuständig. Genau, also nehmt wahr, was ihr braucht und nehmt wahr, was ihr braucht, anstatt nur anderer Leute Bedürfnisse zu erfüllen. Und achtet darauf, dass ihr die innere oder auch äußere Berührbarkeit, je nachdem, wie gut sie ausgestattet ist, also wie berührbar ihr seid oder wie viel Berührbarkeit ihr euch vielleicht nicht zugesteht, schaut mal, ob vielleicht gerade das, was ihr euch dann nicht zugesteht, kompensiert wird durch andere dumme Dinge. Ja? Süßes statt Küssen zum Beispiel, das ist so mein Thema. Ja? Also, ne? Ich liebe Süßes, aber ich glaube, wenn ich geküsst werde, würde, könnte ich darauf verzichten. Hab aber gerade keinen Partner. Aber auch nörgeln, statt ehrlich zu sagen, was man braucht. Ja, wem nützt es denn, wenn man rumnörgelt und rumkritisiert oder auch kritisiert wird? Wem nützt es, das dann runterzuschlucken? Dann kann man lieber sagen, du, das ist nett gemeint, ich bedanke mich auch, aber sei so gut und lass mich jetzt einfach mal machen, bevor wir das nächste Mal drüber sprechen. Oder sei so gut und lass mal jetzt gut sein. Oder vielleicht auch, was erwarte ich von anderen, wo ich selber gerade gar nicht willens bin, mich selber zu bemühen um die anderen. Auch das ist eine Krebsmondfrage, die man sich stellen kann. Bei Krebsmond sind wir oft näher am Wasser gebaut. Und gerade bei diesen Tagen ist es aber trotzdem wichtig zu schauen, sind die Tränen, die ich ja jetzt weine, echt? Weil es kommt vor, dass man, ich bin auch ein Mensch, der weint sehr schnell. Ja, aber ich bin auch ein Mensch gewesen, der hat sich dann in diesem Weinfluss so manchmal so über Stunden drin verhalten. Ja, und jedes Mal, wenn so der Gedanke dann wieder hochkam, der wehtat, dann ging es gleich wieder los. Und ich habe gelernt,
dass das eigentlich eine, wie nennt man das? Ich habe mich da so ein bisschen drin gebadet. Und wie sieht es bei euch aus? Ja, gerade die, die auch ganz gern mal weinen. Ja, wie sieht es da aus? Oder auch die, die sich nicht erlauben zu weinen. Ja, befasst euch damit. Warum? Was ist es, was euch davon abhält, den natürlichsten Fluss, Wasserfluss in unserem Körper, ja, sozusagen laufen zu lassen, weil es eben zu einer der Hauptfunktionen unseres menschlichen Daseins gehört, dass wir Tränen weinen. Und wie die Wissenschaft festgestellt hat, ja sogar je nach Emotion mit verschiedenem Salzgehalt. Das heißt, die richtigen Trauertränen, die haben den höchsten Salzgehalt, ja, und die reinigen auch ganz viel. Das heißt, wenn jemand nie weint, dann gibt es da auch auf der Ebene gar keinen Reinigungsprozess. Schon mal darüber nachgedacht? Genau, aber ich will ja jetzt nicht, dass ihr in Selbstmitleid verfallt, sondern ich möchte genau das Gegenteil. Deswegen macht euch auch Gedanken darüber, wen habt ihr vielleicht umklammert, an wen oder was habt ihr euch geklammert, nur um vielleicht nicht selber in den Erwachsenen zu erwachsen und zu sagen, so, jetzt kann ich das auch alleine. Schaff alleine, sagte mein Kind früher immer. Und was euch da helfen kann, um euch damit zu befassen an diesen beiden Tagen, ist, malt vielleicht ein Bild. Ein Aquarell wäre jetzt sehr krebsmäßig, aber malt ein Bild, eine Skizze mit dem, was ihr auf der Gefühlsebene in 2023 für euch gewinnen oder erreichen wollt. Oder auch loslassen wollt. Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne kleine Nebenaufgabe, ein Selbstcoaching in dem Moment. Denn während des Malens und auch wenn das Bild am Ende fertig ist, da weiß ich, da gibt es ganz oft so, aha, okay, so. Und da lernt man ganz viel über sich selbst. So, Sonntag früh um 4 ist der Mond dann in Löwe. Kann man sagen, okay, Sonntag ist ein wunderbarer Tag zum Spaß haben. Wer aber jetzt nicht sich mit Freunden oder Familie trifft, der kann sich auch Zeit nehmen, um zu spüren, woran du so richtig Spaß hast, was dir so richtig Vergnügen bereitet. Gönn dir das dann auch. Ja? Und wenn du es Sonntag nicht schaffst, es dir zu gönnen, dann gönnst dir halt Montag, da ist der Mond auch noch in Löwe. Liebt und schätzt ihr euch denn eigentlich genug? Liebt und schätzt ihr euch so sehr, dass ihr eure Liebe und Wertschätzung mit anderen teilen könnt? Bedingungslos? Ist eure Liebe, eure Herzkraft so groß, dann seid ihr voll im Löwe-Element. Wenn ihr wisst, ja, manchmal klappt es, manchmal nicht oder manchmal denke ich, ich wäre froh, aber dann kommen wieder irgendwelche Trigger oder irgendwelche Schuldgefühle oder irgendwelche Kritiken von außen und dann stürzt das ganze Gebilde zusammen. Wenn ihr auch vielleicht so geartet seid, dann ist gerade dieser Tag, der Sonntag und der Montag, mit Löwemond ein wunderbarer Tag, um sich vielleicht auch mit Meditation in seine eigene Selbstwertschätzung hineinzubegeben. Ja, und in die Liebe zu sich selbst. Denn wenn ich mich nicht liebe, wen soll ich dann lieben? Ne? Ich kann zwar nützlich sein und ganz viel geben, aber wenn ich das tue und mich dabei selber vergesse, dann sehen mich die Leute auch nicht mehr. Dann spüren sie, dass ich mich selber schwäche. Und da sind wir dann doch sehr animalisch. Ne? Für Schwäche hat der Mensch eine Trüffelnase. Genau, aber jetzt mal weg vom Mond. Was gibt es denn noch? Dienstag. Dienstag geht dann der Mond in den Zwilling, wie gesagt. Und die Venus geht am Dienstag in den Wassermann. Das heißt, wir werden jetzt einen Monat der freien Liebe haben bis zum 28. Januar. Denn Venus im Wassermann möchte sich nicht festlegen lassen, wen, was oder wie sie irgendetwas liebt. Nutzt das. Nutzt das, um euch selber auch in Liebe zu begegnen, vielleicht auch mal auf eine ganz, ganz andere Art. Oder nutzt es auch, Venus ist ja der Planet, der auch fürs Kontakteknüpfen zuständig ist, nicht nur Merkur, ne? Merkur quatscht vielleicht, aber Venus macht diese Verbindung, diese pheromonische Verbindung. Ja, und dabei muss es ja gar nicht gleich um Partnerschaft gehen, aber auch wenn du eine gute Freundin hast, ist das jemand, den du riechen kannst, check das mal. Ja, also auch Freundschaften sind sehr von den Pheromonen abhängig. Ja, und daher geht es um Kultur, Gefühlskontakte
Und Begegnungen, die ihr diesen Monat habt, könnten vielleicht ganz besonders interessant sein deswegen, weil die Venus im Wassermann ist und der Merkur ja dann auch bald folgt, aber der kommt ja dann erst einen Monat später, weil er ja jetzt noch rückläufig ist im Steinbock. Das heißt, die Venus macht jetzt erstmal ihre kleine Tour durch den Wassermann ganz alleine. Und daher ist es vielleicht so wichtig, dass man die Begegnungen, die man hat, vielleicht mal ein bisschen wirken lässt. Also es kann sehr gut sein, dass ihr in diesem Monat mit der Venus im Wassermann ganz besonders interessante Begegnungen habt oder innovative Begegnungen habt. Oder vielleicht auch unter den Begegnungen, also unter den Menschen, mit denen ihr schon viel zu tun habt oder die eure Freunde sind, kann es auch sein, dass gerade die Venus diesen Monat vielleicht neuartige Impulse in Unterhaltungen hineingibt. Das kann auch ein sehr kreatives Moment sein. Ja, Wassermann ist natürlich auch ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen theoretisch. Ne? Das geht ja auch hier wieder über den Kopf und so. Die Venus im Wassermann ist jetzt auch nicht so die große Umarmerin, es sei denn, sie macht es freiwillig. Und daher ist es auch eine gute Zeit, zum Beispiel in Partnerschaften, um mal was ganz anderes auszuprobieren oder auch vielleicht auch nochmal, um miteinander zu reden, miteinander zu fühlen, was noch euch ausmacht und was euch aus der Routine rausbringt. Daher, wenn ihr die Möglichkeit habt in dieser Woche oder vielleicht auch in den nächsten 2 Wochen und wenn ihr vielleicht noch restliche Urlaubstage abzubummeln habt, oder so, dann verschenkt die Kinder an die Freunde, die Geschwister oder die Eltern und macht einfach mal 3 Tage lang irgendetwas gemeinsam, was ihr vielleicht noch nie zusammen gemacht habt. Das ist die Partnerschaft, der Partnerschaft eine neue Facette oder mehrere neue Facetten geben und das dann alles wieder neu aufleben lassen. Auf jeden Fall die Annahme des Wert und die Wertschätzung des Ungewöhnlichen, des Originellen, kann sich tatsächlich schon jetzt gut auswirken und vorbereiten auf den Pluto-Einstieg im März in den Wassermann. Das heißt, die Venus geht zuerst durch den Wassermann, dann, wenn Merkur wieder direktläufig ist, im Februar geht Merkur dann durch den Wassermann und im März kommt dann der Pluto. Und deswegen ist ganz viel auch ungewöhnliche und freiheitlich denkende Bewegung da, also das Potenzial ist da. Wollen wir mal schauen, wen das wie erreicht. Und diese Konstellation betrifft natürlich nicht nur die Wassermann-Geborenen oder die Aszendenten, Planeten oder wichtige Achsen im Wassermann haben, sondern das ist so eine Grundenergie, die einfach schon im Raum steht. Ne? Und das kann auch, also auch die Löwemenschen können davon ganz besonders angesprochen werden. Oder auch die halt Skorpion und Stier, die halt dem noch im Quadrat zustehen. Genau, dann, was passiert noch? Genau, in dieser Woche ist die Venus, also am Dienstag geht sie in den Wassermann und dann bildet sie auch gleich ein schönes Sextil zu Jupiter in Widder, das bis zum Wochenende wirksam ist. Also die ganze Konstellation, die jetzt kommt, ist bis zum Wochenende inklusive wirksam. Und die Venus, die geht los und sagt, ja, ich habe eine verrückte Idee und geht Hand in Hand mit Jupiter in Widder, der sagt, ja, ich will jetzt meine Pläne durchsetzen, die Träume, die ich in den Fischen mir gemacht habe im letzten Jahr mehrmals und dann kurz vor Weihnachten nochmal, sollen bis Mitte Mai diesen Jahres in Sack und Tüten gepackt werden. Und ich habe meine inneren Horizonte vielleicht auch erweitern müssen im Jahr 2022. Ich habe viele Dinge lernen müssen, die doch möglich sind, obwohl ich gedacht habe, nee, das kommt nie wieder. Ja, und auch daraus musste man lernen und seinen Umgang finden. Und Jupiter, der will nun in den letzten Monaten, bevor er dann das Zeichen wechselt und aus dem Widder dann für 12 Jahre wieder geht, geht es darum, dass jeder seinen Handlungsspielraum erweitert, ausreichend, also bis 16. Mai ausreichend ausgeweitet haben sollte, egal ob beruflich, persönlich oder familiär oder sonst was. Jupiter will, dass wir 2023 erfolgreich werden und uns behaupten können, dass wir unseren Körper kräftigen und dass wir halt unseren Willen benennen. Durchsetzen, sagen, ja.
Und ich finde, das sieht man auch ganz gut an diesen ganzen Apps, die jetzt in 22 halt neu kreiert wurden, tatsächlich so nach Corona. Die waren gar nicht in der Corona-Zeit schon da, sondern die kamen jetzt, als der Jupiter im Widder war letztes Jahr, in der zweiten Hälfte des Jahres 22. Da gab es unglaublich viele neue Body-Styling-Apps im Internet, bei Insta und so weiter, wo du schnell fit, schnell schlank, individuell auf Alter, Körper, Bau, wie sagt man, Essgewohnheiten, also, aber eben lauter immer so Programme werden einem dann verkauft, wo es eben alles ganz schnell geht. Ja, und nicht nur Fitnessprogramme, sondern auch Gegenstände, so wie Sensorenteile und so bestimmte Strümpfe und was weiß ich, die halt eben helfen sollen, die Lymphe richtig in Gang zu bringen oder den Metabolismus anzuregen. Und das entspricht tatsächlich auch dieser Selbstoptimierung, die Jupiter im Widder verursachen kann. Aber natürlich, aber das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, das ist jetzt diese Woche nicht wichtig, natürlich ist bei Jupiter im Widder auch immer noch diese kämpferische Handlung, Kriegshandlung und so werden dann natürlich auch von der energetisch unterstützt. Ja, und aber jetzt in dieser Woche ist eben Jupiter-Venus-Sextil, das heißt, ne, je verrückter, umso besser. nutzt einfach die Woche, um was Neues auszuprobieren, um auch wenn es darum geht, euch schöner zu fühlen oder um euch attraktiver zu machen, habt Mut zur Exzentrizität, seid besonders, zeigt, was ihr drauf habt und zeigt, wofür ihr euch begeistern könnt. Ganz wichtig, Jupiter braucht immer die Begeisterung, damit überhaupt der einfach losgeht. Ohne Begeisterung läuft da gar nichts, deswegen geht dem nach, was euch begeistert. Und schiebt nicht die Vernunft davor, sondern auch wenn der Merkur zu Hause, der Rückläufige, sagt, ey, wir müssen aber jetzt noch hier den Monatsplan machen oder so, ja, gönnt euch trotzdem diese Woche Dinge, die euch Spaß machen. Mehrere Konstellationen reden davon in dieser Woche. Genau, am Freitag dann ein bisschen spürbarer, macht die Venus dann mit Lilith eine Opposition und da ist nochmal wichtig, Venus, Lilith, Wassermann, Löwe, auch nochmal in die Rückschau zu gehen, was für vielleicht Co-Abhängigkeiten habt ihr noch in eurem Umfeld, die ihr noch auslebt und die ihr vielleicht 2023 ablegen wollt. Ja, beschäftigt euch damit. Wie könnt ich es machen? Holt euch Rat. Sprecht vielleicht auch mal mit der Person, die oder der Institution oder was auch immer, kann ja alles Mögliche sein, wo ihr spürt, da kann ich nicht so wirken, wie ich will und es bedrängt mich oder es schränkt mich mehr ein, es grenzt mich ein oder eben sogar das, also Co-Abhängigkeit heißt ja auch, ich helfe vielleicht jemandem, der süchtig ist meinetwegen und ertrage halt sehr, sehr viel von der Person, die süchtig ist und verwechsle das vielleicht mit Liebe und Zuneigung. Ja, aber manchmal muss man Menschen auch loslassen und gehen lassen und sagen, du, hier kann ich dir nicht mehr weiterhelfen, ich kann dir Adressen geben, ne, aber ich kann dir jetzt nicht mehr weiterhelfen, das macht mich kaputt und dir hilft es nicht weiter. Auch sowas muss vielleicht dann sein. Und das werden Venus und Lilith zum Ende der Woche so ein bisschen thematisch auf den Plan bringen. Und das betrifft natürlich all diejenigen, die in Löwe und Wassermann, speziell der mittleren Dekaden geboren sind, also zwischen dem 1. und dem 10.11. des Monats. Genau, denn die Venus im Wassermann, die will ja Freiheit. Die will Freiheit und die will auch Freiwilligkeit vor allem. Das heißt, Venus kann sich in jedem Zeichen hingeben und kann Liebe erzeugen und Freude, sogar im Wassermann, ja. Auch wenn das einfach, die Liebe sieht dann vielleicht ein bisschen anders aus oder sie kommt anders daher, als man dachte. Ja, aber trotzdem ist es das Thema Liebe und Zuneigung. Und die Löwe Lilith will ebenso auch nicht mehr von fremden Mächten fremdbestimmt werden. Ja, und manchmal muss man genau deswegen vielleicht auch das Liebste oder die Liebsten fliegen lassen oder für eine Weile auch allein lassen, damit diese anderen Menschen spüren, dass sie überhaupt selber auch Flügel haben. Aber es geht vor allem um die Selbstfürsorge und den Selbstwert. Der Wassermann schafft ein bisschen die Distanz und Distanz kann auch heilsam sein und der Löwe sorgt dafür, also die Lilith im Löwe sorgt dafür, dass du
in der Selbstwahrnehmung auch deine Selbstwertschätzung, wie sagt man, annimmst, ja, wahrnimmst. Und genau, und die drei, Lilith, Venus, Jupiter, sind sozusagen die ganze Woche eigentlich miteinander verbunden mit einer halben Drachenfigur. Und deswegen sind da die Kräfte im Großen und Ganzen ganz harmonisch und im guten Austausch zueinander. Und deswegen kann es nämlich gerade sein, dass ihr in diesen Abgrenzungs- und Abnabelungsprozessen vielleicht eure Anliegen diese Woche ganz besonders gut vermitteln könnt und dadurch vielleicht mit Leichtigkeit das erreicht, was euch tatsächlich befreit. Genau. Und jetzt habe ich dann gerade eben noch mit einer Freundin telefoniert und während ich so redete und sagte, ah, ich muss ja noch ein Video machen, fiel mir auf in der Unterhaltung, dass ja auch noch Vollmond ist. Moment. Vollmond. Und zwar am Samstag. Am Samstag ist Vollmond, Mond im Krebs, Sonne im Steinbock, direkt neben dem Merkur, dem rückläufigen Merkur. Und das ist auch sehr interessant. Ihr wisst ja, ich gucke da gerne auf die sabischen Punkte. Was haben die einem denn zu erzählen? Natürlich die Sonne-Mond-Konstellation. Einmal wichtig, alles das, was ihr in der Neumondphase vom Krebs, das war also im Juli, Anfang Juli 22, was da vielleicht auch emotional vielleicht wichtig war oder was ihr damals entschieden habt, auszubilden oder zu entwickeln oder anzufangen halt, ne? Das kommt jetzt praktisch mit diesem Vollmond zu seinem Kulminuspunkt, wird also richtig in die Sichtbarkeit getragen. Das heißt, habt ihr auch ein Projekt, das vielleicht im Juli begonnen wurde, dann bringt es am 7.1. in irgendeiner Art Sichtbarkeit und sei es, dass ihr es erstmal vor der Freundesgruppe vorstellt, ein PowerPoint macht oder sonst irgendwas oder vielleicht habt ihr tatsächlich an diesem Tag einen Termin, wo ihr offiziell irgendwo euch vorstellt, ne? Kann ja auch eine Bewerbung sein oder so, oder ein Theaterstück, was ihr spielt, wo ihr Premiere habt am Samstag. Also tatsächlich ist dieser Zyklus dann, ne? Also da soll es jetzt in die Sichtbarkeit kommen. Und die Achse Stier, Krebs und Steinbock, da geht es halt um die Gefühle, die echten, wahren Emotionen unserer Seele und unseres inneren Kindes, das wir immer mit uns tragen. Und die Sonne, die natürlich auf der Ebene der Verantwortung und der Disziplin, die beiden stehen zusammen und gucken sich gegenseitig an. Merkur ist auch noch dabei auf der Steinbockseite und sagt vielleicht zum Mond, ja, muss vielleicht mal die Gefühle ein bisschen zurückstecken, denn jetzt müssen wir diszipliniert an etwas arbeiten, denn wir haben noch viel vor dieses Jahr. Ja, sowas könnte es sein. Wer Krebs oder Steinbock-Geborene ist, besonders die aus der mittleren Dekade, also zwischen dem 1. und dem 11. des Monats, werden diesen Vollmond ganz besonders stark spüren. Dann haben diese aber auch noch eine andere Bedeutung, und zwar über die sabischen Punkte. Und es ist wirklich interessant. Ich muss mal ganz kurz, Moment, gucken. Moment. Die Sonne steht nämlich auf dem 17. Grad in Steinbock und dieser Punkt bedeutet, sich von ungesunden Verboten befreien. Passt ja super zu der Wassermann-Venus, von der ich eben gesprochen habe. Es geht also tatsächlich hier thematisch bei diesem Vollmond um die Dinge, wo ihr euch emotional habt unterdrücken lassen oder vielleicht auch emotional unterdrückt. Ne, denn es gibt die Täter und es gibt die Opfer. Wichtig ist, dass man sich bewusst wird, welche Seite man gerade belegt, ja, und dann halt eben auch versucht, das zu verbessern, zum höchsten Wohle aller. Und das Bild ist halt, warte mal, das Bild von Rudyard war eine nackte Badeschönheit oder so. Und es geht halt darum, dass Nacktheit eben nicht automatisch mit Schuld belegt ist, wie das halt ja im Christentum viele, viele hundert Jahre lang das Narrativ war, erzählt wurde, sondern dass Nacktheit, wir kommen ja auch nackt auf die Welt, erstmal auch Unschuld ist. Nacktheit ist auch Wehrlosigkeit. Das ist halt auch, wenn ich nackt bin, bin ich ehrlich. Ja, und um diese Ehrlichkeit geht es. Die Vorstellung, dass Körper, Geist und Seele getrennt seien, glaube ich, sollte jetzt in 2023 klar sein, dass das Humbug ist. Schon immer gewesen. Und es gibt inzwischen so viele
Nachweise, wissenschaftliche Nachweise für alle möglichen Verbindungen von Körper, Geist und Seele. Epigenetik fällt mir jetzt gerade spontan ein und vieles anderes. Auch in der Hirnforschung hat man da ganz viel festgestellt. Diese Natürlichkeit, das alles zu integrieren und den Einzelnen, den Körper oder der Seele oder den Geist, die Schuld zu nehmen, das ist das, was die Sonne auf diesem Grad erzählt. Identifiziert euch mit eurer Nacktheit. Identifiziert euch damit, dass Verbote immer auch aus dem Universum derer kommen, die die Verbote gemacht haben. Ob die für euch überhaupt adäquat sind, das ist dann immer noch die Frage. Und der Mond auf seiner Position, Moment, muss ich kurz mal gucken, sabischer Punkt. Sorry. Und der Mond im Krebs auf dem 17. Grad erzählt von Wachstum, dass es sich lohnt, auf die Potenziale, also auf die eigenen Ressourcen zu bauen. Und dafür muss man sich natürlich der eigenen Ressourcen auch gewahr werden. Deswegen, wenn ihr diese kleine Übungsreihe macht in dieser Woche, dann könnt ihr da auf jeden Fall schon bestimmt eine Menge draus schöpfen, um halt eben auch zu sehen, was sind denn meine Ressourcen, was sind meine Potenziale, was kann ich ganz besonders gut, was möchte ich vielleicht auch ablegen, obwohl ich es gut kann, weil es mich immer in die Ecke schiebt, wo ich gar nicht hin will. Ja, kann ja auch sein. Aber wichtig ist, dass man eben sich damit auseinandersetzt und dass man Wachstum erlaubt. Und Wachstum erlauben ist auch eine Entscheidung. Ne? Denn ich kann sagen, ich bin mit 20 schon ausgewachsen gewesen, ich muss nichts mehr dazu lernen und dann bleibe ich eben aber auch immer im selben Dreck stecken. Oder ich sage, okay, man lernt nie aus und wachsen kann ich jederzeit, egal wie alt ich bin, ja, auf der körperlichen, geistigen oder seelischen Ebene. Körperlich sind wir ja meistens dann schon ausgewachsen und wenn wir auf der geistigen und seelischen Ebene nicht genug wachsen, dann kann es sein, dass dann stattdessen im Körper die Dinge wachsen, wo wir sie nicht wollen. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Kompensation, was wir vorhin hatten bei dem Mond in Krebs. Warum sage ich immer Stier? Mist. So, und der der Uranus, der hängt ja auch mit dran an dieser Konstellation von Sonne, Mond und Merkur, und der sagt an dieser Stelle, Uranus ist ja immer der Revoluzzer und der ist ja im Stier unterwegs bis Ende 24, und da geht es darum, eben auch gerade mit den Ressourcen Neues zu erschaffen oder eben auch das Gut, das Land, das wir haben, der Boden, auf dem wir stehen, auf dem wir leben, halt eben auch nicht auszubeuten, uns halt dessen auch gewahr zu werden, bewusst zu werden, dass wir halt, dass es ganz andere Lösungen gibt, unglaublich innovative Lösungen, die ganz schnell realisierbar sind, wenn wir bereit sind, es zu tun. Also nicht wir das Volk natürlich, sondern wir die Politiker, ne, ist klar. Aber der Uranus sitzt hier auf dem Punkt der Offenbarung. Ständige Versuchen, Wissen zu vertiefen und auszudrücken, das ist sein Bestreben. Das heißt, Wachstum, ehrliche Nacktheit und dieses Erlauben, dass jeder einzelne Moment neu sein darf, dass das immer oder nie einfach nicht gilt, weil jeder Moment kann wieder neu sein, kann wieder ganz anders sein, wenn du es erlaubst, dass er anders ist. Und daher macht dieser Vollmond eine, finde ich, eine sehr schöne Konstellation, die uns eigentlich so, wie soll ich sagen, so ganz geschmeidig ins Jahr hinein schiebt, das voller Überraschung sein wird, wie ich euch ja schon gesagt habe. Und deswegen sind Januar, Februar jetzt wirklich auch die Monate, wo wir uns für diese Überraschungen wappnen sollten. Das ist wie wenn man auf einen Campingplatz fährt oder so, Camperurlaub macht oder so. Ja? Fangt einfach an, die Dinge einzupacken, die ihr wirklich für diese Art von Urlaub braucht. Was braucht ihr für dieses Jahr? Was könnt ihr lassen? Was gibt euch mehr Freiraum und mehr Freiheit? Und wo könnt ihr noch ehrlicher zu euch selbst sein? Und wie klingt eure eigene Melodie, eure innere Herzensmelodie?
Das sind sozusagen die Themen der Woche. Braucht ihr noch ein bisschen mehr? Ich glaube nicht, nein. Und jetzt ruft auch mein Sohn und sagt, Mama, ich will jetzt eine neue DVD gucken. Also werden wir uns jetzt einen schönen Neujahrsabend, Kinoabend noch gönnen, schön rumchillen. Ich denke, ihr tut das wahrscheinlich auch. Und morgen darf dann das Jahr, wie gesagt, langsam beginnen. Aber am Dienstag nimmt es schon ein bisschen mehr Fahrt auf. In diesem Sinne, frohes neues Jahr. Habt's gut. Wir sehen uns spätestens nächste Woche und Prost. Ciao, ciao, euer Orakel von Delphi.